Hallo, heute zeige ich dir mit der Return-to-Sender-Methode, wie du ganz einfach Blockaden lösen kannst, die eigentlich gar nicht deine Blockaden sind, die du vielleicht von jemand anderem irgendwie übernommen hast. Mein Name ist Katrin Seifert und ich helfe Menschen und Teams dabei, unbewusste Blockaden zu lösen und in ihre volle Kraft, in ihr volles Potenzial zu kommen. Stell dir vor, du hast so eine Grundüberzeugung. Meistens sind das limitierende Glaubenssätze, eine Blockade. Du sagst zu dir, ich würde gerne etwas machen, aber. Und da kommen so Sätze in deinen Kopf wie, aber was sollen denn die anderen denken? Häufig auch so, aber was ist dann, wie denkt meine Familie über mich? Aber ich kann das nicht, ja, ich darf das nicht. Was auch immer dir da in den Sinn kommt, überlege dir mal, welcher Satz, welche Formulierung blockiert dich? Was steht hinter deinem Aber? Und jetzt überlege mal für einen kurzen Moment, wo du diese Überzeugung her hast. Weil manche Überzeugungen, die wurden uns quasi so oft erzählt, bis wir sie selbst geglaubt haben. Und ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Mir wurde ganz, ganz, ganz oft erzählt, du bist so unordentlich, bis ich es selbst geglaubt habe. Und irgendwann bin ich dann mal in ein paar andere Haushalte gekommen und dachte, och, so schlimm ist es gar nicht. Also, stell dir mal vor, was ist so irgendwas, was du häufig gehört hast oder was vielleicht auch Überzeugungen deiner Familie sind, was man zum Beispiel nicht macht oder dass vielleicht in deiner Familie darüber nachgedacht wurde, was andere denken und du hast es automatisch mit verinnerlicht und mit übernommen. Das können ganz, ganz viele verschiedene Überzeugungen sein und du kannst das Video gerne pausieren für einen kurzen Moment, um darüber mal nachzudenken. Was sind so Überzeugungen, die so tief in deinem Innern du gar nicht richtig fühlst, weil es vielleicht auch gar nicht deine sind oder die du wirklich sehr intensiv fühlst, aber über die du dich schon ganz, ganz lange ärgerst, dass du sie so fühlst, weil das sind häufig die wir wirklich von fremden Personen übernommen haben oder eben auch von sehr vertrauten Personen, wie aus der eigenen Familie. Denn Glaubenssätze, die vererben sich weiter. Ja, und wenn du diesen Satz, diese Blockade gefunden hast, dann stell dir vor, du hast einen kleinen Geschenkkarton vor dir, wo du diesen Satz mal reinpacken kannst. Eine wunderschöne kleine Box, die kannst du auch noch mit einer Schleife dekorieren. Und in dem Moment, wo du sie reinlegst, darfst du schon spüren, wie du das jetzt loslässt und abgibst. Und dann stell dir vor, du gehst zu der Person oder zu dem Personenkreis, wo du diese Überzeugung aufgeschnappt hast. Vielleicht sind es deine Eltern, vielleicht auch Lehrer, vielleicht sind es Menschen aus deinem Umfeld, es sind irgendwelche Überzeugungen, die du übernommen hast. Vielleicht ist es eine Person, vielleicht sind es mehrere Personen. Und dann stell dir vor, du hast diese Personen jetzt vor dir stehen und du stehst wie auf einer kleinen Bühne. Und du hast diesen Geschenkkarton mit diesem Satz in der Hand. Und du beginnst zu singen. Ja, du hast richtig verstanden. Du beginnst zu singen wie Elvis Presley. Return to Sender. Du gibst diese Geschenkbox jetzt an die Person oder an die Personen zurück, von denen du diese Überzeugung übernommen hast. Und du tust es nicht in Groll, sondern in Liebe, indem du den Personen sagst, ich weiß, das war gut gemeint. Ich gebe euch das trotzdem heute zurück, weil es hilft mir nicht und ich helfe euch auch nicht damit, wenn ich es teile. Ich habe euch trotzdem sehr lieb, aber diese Überzeugung teile ich ab jetzt nicht mehr. Und dann kannst du beginnen zu singen wie Elvis Presley.
Dieser Song darf in deinem Kopf rumtouren jetzt. Return to sender. Das ist nicht meins. Behalte es bei dir. Es ist deins. Und du kannst dabei sogar schnippen und einfach ein bisschen in Gesang verfallen. Return to sender. Das ist nicht meins. Behalte es bei dir. Es ist deins. Klingt verrückt, aber kann sehr, sehr wirkungsvoll sein. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann nimm gerne Kontakt mit mir auf. Klicke dazu einfach auf den Link in der Beschreibung. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Kanal und schreib doch einfach mal in die Kommentare, wie es dir mit dieser Methode ergangen ist. Vielleicht können wir ja einen richtigen Return to Sender Chor aufmachen. Vielleicht magst du auch mal posten, was du alles Return to Sender geschickt hast. Dann kann ich da vielleicht noch weitere Texte rausstricken für viele, viele Menschen, die sich sicherlich mit den gleichen Themen beschäftigen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Geschenkverpacken, Singen und Zurückgeben.